Moin Moin Leute, was geht? Euer Benny wieder am Start mit einer weiteren Folge auf der Map. Chinese Island 09. Let's go. Was wollen wir machen? Wo haben wir stehen geblieben? Ich muss erstmal überlegen. Switchen wir einmal durch, dann wissen wir, was ich gemacht habe. Ja. Den Merlo. Heute spiele ich mal mit Tastatur. So, ich muss jetzt mal gucken, welches Feld haben wir denn, was noch gedüngt werden muss. Oh, Feld 11. Ich mache hier, ich habe auch noch nicht so viele Felder. Ne? Ich habe das. Die Stufe machen wir. Ich habe bestimmt noch Düngerstufe 3 drin, ne? Machen wir Düngerstufe erstmal 1. Erstmal, ich habe noch zu wenig Felder, diese 3 Felder. Jetzt habe ich 3 oder 4 Felder. Dann ist das, finde ich, noch ein bisschen zu wenig. Dann will ich erstmal Düngerstufe 2. Lassen. Düngerstufe 1. Das Feld ist hier, das ist noch das Feld, ne? Jo, das ist mein Feld. So, dann wollen wir dann mal hier düngen. Und Leute, wie war eure Woche so? Meine Woche war eigentlich relativ entspannt, zum Ende der Woche wieder ein bisschen mehr zu tun, da ich ja Donnerstag immer die Werbung schon im Voraus verteile. Ja, diesen Donnerstag hatte ich dann ein bisschen früher Feierabend. Woran hat es gelegen? Ja, war nicht alles da. Da musste ich dann Freitag, wo ich dann normal alles hinfahre, das andere, die Ablage und so, da musste ich dann noch ein bisschen Werbung nachfahren. Aber naja, das habe ich heute dann ein bisschen früher Feierabend gemacht. Ja, dafür habe ich gut vorgearbeitet. Hätte natürlich das, was ich jetzt Freitag gemacht hätte, auch Samstag machen können. Aber naja. Was ich habe, habe ich, ne? Und ich hatte noch ein bisschen die Zeit. Deswegen habe ich das gemacht. Sonst könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was die eure Woche so war. Und sonst habe ich nichts Neues. Ich werde erstmal hier soweit düngen. Danach werde ich, keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Danach werde ich wahrscheinlich Feldauftrag machen. Oder nee, düngen. Ah, guck, Feld 29, können wir sehen. Oh. Ja, wie schon gesagt, ne, diesen Höhlimann, den finde ich ja echt richtig gut, ne? Auch vom Sound her, ne? Also für kleine Arbeiten, ne? Natürlich für große, schwere Arbeiten. Finde ich nicht mehr so gut, ne? Also nicht so groß. Zu klein. Aber so, die kleinen Anhänger jetzt im Transport oder kann man hier schon gut nehmen. Oh, muss ich mal gucken. Ja. Vielleicht muss ich mal ein Let's Play machen, wo ich kleine habe. Nur kleine Fahrzeuge und vielleicht große Drescher, aber kleine Fahrzeuge, wo die dann näher fahren mit Anhänger oder so, wie die 8000 oder 9000 Liter da. Das ist natürlich auch noch eine coole Sache. Da fahren die viel mehr. Muss ich sehen. Wenn ich das noch mal. Demnächst kommt vielleicht noch ein neues Let's Play, neues Spiel oder altes neues Spiel. Habe ich mir jetzt erst vor kurzem neu gegönnt. Habe es bei Steam im Angebot. Welches Spiel ist das? Das ist Euro Truck Simulator 2. Mit fast allen DLCs. Das einzige, was ich jetzt nicht bei dem Euro Truck Simulator dabei habe, ist Italien und Frankreich. Ja.
Nee, es Italien ist ja gar nicht dabei bei den normalen. Italien ist ein. Nee, Italien ist gar nicht dabei, genau. Frankreich ist ganz bisschen, glaube ich, dabei, wenn ich mich nicht irre. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Nee, aber das hole ich mir nächsten Monat. Oh. Und dann gibt es auch noch ein paar Folgen Euro Truck Simulator. Dafür fällt denn. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich habe das eigentlich so geplant, dass eine Folge Südhemmern wegfällt. Die Mittwochfolge, würde ich sagen. Die fällt weg. Dann kommt nur noch Montag und Freitag. Dienstag und Donnerstag kommt dann die Hochbergmann. Und dann den Mittwoch Eurotruck Simulator. Und vielleicht noch Sonntag oder Samstag. Das muss ich mal gucken. Und am Wochenende vielleicht sogar dann immer als Livestream. Oder ihr könnt ja auch in den Kommentaren schreiben, oder findet ihr es besser, wenn ich den Eurosimulator nur als Livestream mache? Am Wochenende habe ich am meisten Zeit. Was haltet ihr davon? Könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Würde mich ja interessieren. Ah, ich bin ja gleich fertig hier mit Düngern. Ist doch gut. Ich fahre noch mal oben zum ne, Händler hin. Gucken, ob ich das Fass noch mehr kriege, was da steht. Ich das auch sehen. Ist ja natürlich cool. So, schaue ich jetzt ein bisschen mal hier rüber, dann kriege ich das auch wirklich hin. Dass ich nur noch einmal zurückfahre. So. Fertig! Finish! So, normales Licht wieder. Kabine an sich. Über den Ort hoch. So, alle Felder fertig. Ist irgendein schon eigentlich schon fertig?
Enterreif, noch gar nichts. Das ist natürlich scheiße, ne? Also nicht so schön. Scheiße sagen wir nicht. Ups, piep. Nicht so gut. Wir wollen ja hier keine Kraftausdrücke benutzen, ne? Tut mir nochmal leid dafür. Oder Leute, alle Altersgruppen, die diese Videos gucken. Da wollen wir keine Schimpfwörter benutzen hier. Die Spritze, Alter, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die Spritze unten war. Als nächstes muss ich mir dann auf jeden Fall ein Förderband kaufen. So, machen wir noch mal schnell einen Feldauftrag, ne? Ja, auch gleich durch.
Pläne fürs neue Jahr habe ich für meinen Kanal auf jeden Fall, dass ich nochmal Multiplayer starte. Höchstwahrscheinlich wird es auch. Die Strafenwachen sein, die ich im Multiplayer starten werde. Mit euch, wie ich das so machen. Strafenwachen ist nämlich sehr groß, schon eine große Map. Hat 4 Höfe. Meint die 4 Höfe auf jeden Fall ungefähr. Oder 4 Standpunkte, also jeweils 4-mal dieselben Fahrzeuge. Also man kann mit vielen Leuten gleichzeitig auf jeden Fall gut anfangen. Ich habe einen Server für 8 Leute. Also hat jeder denn noch rein theoretisch einen Helfer. Und zur Not kann ich auch noch, wenn das nicht langt, Slots dazu mieten. Oder dazu, kann man ja auch machen. Na Leute, ich würde sagen, das war's schon für dieses Video. Diesmal mal ein bisschen kürzer. Ist ja auch nicht so schlimm, denke ich mal. So. An dieser Stelle bedanke ich mich denn erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch dieses Video denn gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben, wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und ein schönes Restwochenende. Euer Benny auf dem Kanal King. Baba. Tschüss.